Es sind ca. 250 Millionen Jahre seit der Entstehung der heutigen Welt vergangen. Seither ist der menschliche Geist auf die Erde niedergekommen. Das Abzweigen der menschlichen Seele von Gott stellt einen der höchsten Momente des Daseins dar. Diese Trennung ist in der Welt der Engel unter der Bezeichnung Morgendämmerung bekannt. Als göttlicher Strahl verlässt die Seele ihre Urquelle und tritt ins unendliche Weltall hinein, um ihre bevorstehende Arbeit, ihre Aufgabe zu erfüllen. Der menschliche Geist hat alle Formen des Lebens durchlaufen und hat diese bereits allmählich verlassen, bis er die letzte, heutige menschliche Form eingenommen hat. Er hat diese Formen nur äußerlich, jedoch nicht innerlich verlassen. Diese Formen leben heute noch in ihm. Er wird sich von ihnen niemals befreien. Viele Rassen hat der Mensch durchwandert. Die heutige Rasse ist die fünfte Rasse. Es nähert sich die Zeit der sechsten Rasse, die mit sich die neuesten, lichtvollen Ideen bringt. Der Mensch wird auch in dieser Rasse nicht für immer bleiben. Das Ziel des Menschen ist es, stets vorwärts zu schreiten, um den Engeln ebenbürtig zu werden. Er will selbst und im Weltall der Herrscher sein, um Gott ein wahrer Mitgestalter zu werden. Um über die Sonnensysteme zu herrschen, ist den Engeln eine große Macht gegeben worden. Nach so einer Macht strebt der Mensch in seinem Unterbewusstsein ständig. Da er aber noch nicht so weit ist und nicht weiß, wie diese Macht zu erreichen ist, beginnt er seine Ebenbürtigen so zu regieren, dass er in Widersprüche gerät und damit unvermeidbare Fehler macht, die ihn oft letztendlich zugrunde richten. Zu deinen Ebenbürtigen solltest du wie ein Bruder sein, bis du die Höhe der Engel erreicht hast, um so wie sie zu regieren, herrschen und mit Gott mitschöpfern zu dürfen. Thank you.
Das Erwachen des Menschen wird durch seine Dankbarkeit definiert. Nur derjenige kann erwachen, der für alles dankbar ist. Die Dankbarkeit ist die Kraft, die den Menschen aus dem Schlaf erweckt. Auf diese Art zieht er die Aufmerksamkeit Gottes auf sich. Unter dem Erwachen der menschlichen Seele ist nicht die Zuwendung eines Sünders an Gott zu verstehen, sondern das Freilassen des Göttlichen in dem Menschen, seiner Befreiung von Täuschungen, Irrtümern und falschen Auffassungen, die ihn seit Ewigkeiten begleiten. Was bedeutet für den Menschen, sich zu versöhnen? Das ist so zu verstehen, dass unabhängig in welchen Lebenslagen und bei welchen Lebensbedingungen er sich befindet, ohne Schaden davon zu kommen und ohne ein bitteres Gefühl in seiner Seele zu hinterlassen. Ihr werdet sagen, dass ihr euch mit Gott versöhnt habt? Habt ihr dann die zweite Aufgabe erfüllt, sich mit allen Nächsten zu versöhnen? Wenn ihr diese Aufgabe gelöst habt, bleibt euch noch eine zu lösen, mit sich selbst zu versöhnen. Das Geben ist einer von den höheren Prozessen der Natur. Gibst du, so wird dir gegeben werden. Dieses Gesetz wird als Gesetz des weltlichen Überflusses genannt. Gebt alles mit Liebe, damit euer Geben gesegnet wird. Das, was ihr gebt, gebt bewusst, so dass es Gott angehört und nicht euch. Werdet eine Quelle, die immer gibt. Jedes Leiden setzt ein Zeichen, in dem etwas Neues beginnt, von dem du lernen musst. Wenn Kummer und Leid geringer werden, kommt die Freude und nimmt ihre Arbeit auf. Das Leid steigt herunter und die Freude steigt hinauf. Tausende von Jahren sind vergangen, bis der höhere Geist des Lebens den Menschen erzogen und in seiner Seele die Liebe zu der geistigen Welt erweckt hatte. Diese Liebe, die ihn zu einem höheren weltlichen Streben geführt hat, bezeichnen wir als ein Erheben des Geistes. Wenn ich Gott sage, verstehe ich jenen Urbeginn, jene Tiefe, jenen höheren Lebensgrund. Und so müsste die Tür zu deinem Verstand, zu deinem Herzen immer geöffnet sein, um die Stimme Gottes zu hören, die dir sagt: Lege deine alten Absichten ab, komme aus deinen alten Lebensgewohnheiten heraus und gehe in das neue Leben, das neue Verständnisse in sich birgt, hinein. An Gott solltet ihr in einer Art und Weise denken wie an irgendeine neue Idee, an das Schönste, an das Höhere der Welt. Wenn ihr ständig an Gott denkt, wird er sich letztendlich euch offenbaren. Jenes, was den Menschen von seinem Schicksal befreien kann, ist seine Liebe zu Gott. Durch diese Liebe lernt er das Gesetz des Dienens. Wenn sich der Mensch entschließt, Gott zu dienen, dann kann er sich von seinem schweren Schicksal sowie von seiner dunklen Knechtschaft, in die er geraten ist, befreien. Erst dann werden die Fesseln von seinen Füßen wegfallen. Begeistert euch an diesem, was ihr habt. Begeistert euch an euren Verstand. Freut euch über euer Herz, das Wärme in sich trägt. Erfreut euch eurer Seelen, die die göttlichen Güter seit Millionen Jahren tragen. Erfreut euch eures Geistes, der euch den Weg zu Gott hinweist. Warum müsst ihr euch entmutigen?
Freut euch über alles, was ihr bekommen habt. Richtet euch nach dem Gesetz Gottes. Freut euch, dass ihr auf dieser Erde leben und gelernt habt, das Böse von dem Guten zu unterscheiden. Das reine Leben sorgt für reines Blut im Körper. Der Organismus der heutigen Menschen ist durch Fleischverzehr, Spirituosen und eine Reihe anderer Lebensmittel verseucht worden. Unser geistiger Körper ist durch Gier, Hass, Bosheit ebenso damit infiziert. Nehmen wir an, ihr liebt jemanden, aber sobald derjenige euch ein böses Wort sagt, beginnt ihr ihn zu hassen. Wusstet ihr, was für ein Gift dieser Hass dem Organismus zuführt? In diesem Fall schadet ihr euch selbst. Ein übermäßiger Stolz wirkt wie ein Gift. Daher braucht der Mensch die Reinheit. Der Wurm kriecht auf der Erde, weil er selbst diese Lebensweise ausgewählt hat. Eines Tages, wenn er sich in einen Schmetterling verwandelt, wird er sein altes Leben verlassen und in ein neues Leben bei besseren Lebensbedingungen eintreten. Der Schmetterling unterscheidet sich von dem Wurm durch seine höhere Intelligenz, die ihm ermöglicht, seiner Lebenslage der Herrscher zu sein. Gott verfügt über unzählige Möglichkeiten, speziell für jeden einzelnen Menschen, durch welche er sich jeder einzelnen Seele offenbaren kann und der Seele den Antrieb gibt, vorwärts zu gehen. Während der Mensch die Richtung seiner Bewegung erlernt, strebt er die Wahrheit an, die unentbehrlich und sehr wichtig für seinen Verstand ist, wie auch das Licht für seine Augen. So wie das Sonnenlicht und die Sonnenstrahlen notwendig für das physische Leben sind, so notwendig ist die Wahrheit mit ihren Strahlen für die mentale und die geistige Welt. Unter dem ersten Grundgesetz versteht man die Anwendung der Wahrheit. Das Gottesreich duldet keinen Betrug, egal welche Art und welchen Charakters. Das zweite Grundgesetz steht für die Anwendung der Weisheit und des Wissens. Die Vernunft fordert von allen Menschen, dass sie mit Ausdauer und Liebe lernen. Der Mensch lebt so lange, solange er lernt. Das Leben ist nichts anderes als ein unaufhörliches Streben nach Wissen, das aus dem höheren, aus dem göttlichen Urbeginn kommt. Das dritte Grundgesetz ist das Gesetz der Liebe, aus der das Leben entspringt. Das bedeutet, dass der Mensch nach der göttlichen Weisheit streben sollte, die ihm Wissen vermittelt. Nach der Wahrheit, die ihm Freiheit gibt. Nach der Liebe, die Leben gibt. Nach dem Leben, das ihm Freude gibt. Nach dem Wissen, das ihm Kraft gibt. Nach der Wahrheit, die der menschlichen Seele den Horizont erweitert. Freut euch über die Sonne, die auf- und untergeht. Freut euch über die Blumen, die blühen und ihre herrlichen Düfte in die Weite verstreuen. Freut euch über die Wasserquellen, die immer fließen. Freut euch über die Vögel, die immer singen. Freut euch über jeden Menschen, dem ihr begegnet und der euch ein Lächeln schenkt. Gott spricht durch alles Lebendige und begrüßt euch auf diese Weise.
Ich sagte, das, was ihr über die Anwendung der Farbtöne wisst in Bezug auf die Kleidung der Menschen, ist im Zusammenhang auf ihre Gedanken und Gefühle zu beziehen. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Bewegung ist entsprechend in solche Farbtöne gekleidet, so wie in einem Kleid. Man kann sagen, dass der Mensch ausgewoben wäre. Der ganze Kosmos webt. Täglich durchläuft die Wirkung der Planeten euren Körper. Abends, während ihr schlaft, steht euer Astralkörper unter dem Einfluss dieser Strömungen, aber nur in einer anderen Form. Infolgedessen steht ihr während des Schlafens und des Wachseins unter dem Einfluss der Natur, die auf euch weiter wirkt und arbeitet. Was bedeutet die Harmonie in dem Menschen? Seine Kräfte in Einklang zu bringen. So wie ein Musiker sein Musikinstrument nach einem Notenschlüssel einstimmt, so müsste jeder Mensch seine Kräfte und Energien entsprechend einem Schlüssel, dem Schlüssel der Liebe, einstimmen. Sie ist die einzige Kraft, die stets alles harmonisiert und einstimmt. Erbaue dein Domizil aus den Fäden dieser Liebe. Erstricke es aus den Fäden der Weisheit und befestige es mit den Fäden der Wahrheit. Dann decke in deinem Haus einen Tisch und lade die Liebe und die Wahrheit als deine Gäste ein. Stehe auf, um sie zu bedienen, und lerne dabei, wie du selbst leben musst. Alle gegenwärtigen Menschen leiden unter der Kraft ihres Verstandes. Ihr Verstand ähnelt einem ungezähmten Pferd. Die ganze gegenwärtige Kultur ist als Erziehungsübung des menschlichen Verstandes gedacht. Der Mensch sollte sich bewusst machen, dass er in enger Beziehung mit Millionen Wesen sowohl auf dieser Erde als auch im Jenseits steht. Wenn diese Verbindung richtig gestellt ist, werden die Resultate seines Lebens gut sein. Der Gedanke ist der mächtigste Faktor im Weltall. Was das Licht für die physische Welt darstellt, ist der Gedanke für die geistige und die mentale Welt des Menschen. So wie die Grundsubstanz in dem menschlichen Gehirn ist, so werden entsprechend auch seine Gedanken sein. Jeder Gedanke hat seine eigene Form, die sich in den Charakter eines Schafes, eines Wolfes, eines Bären, eines Fuchses, einer Schlange, einer Spinne, einer Ameise trägt, und alle diese Formen sind Eigenschaften, die den menschlichen Charakter bilden. Ihr müsst zu jenem Gedanken kommen, der Licht erzeugen kann. Was für ein Gedanke erzeugt das Licht? Nur der rechte Gedanke ist es. Aum ist das Wort des Geistes. Wenn ihr dieses Wort in seiner Sprache singen würdet, würde er euch erhören, weil er eure Bedürfnisse versteht und kennt. Der Geist ist nicht etwas Äußeres, das ihr anfassen könnt. Ihr seid in diesem Geiste eingetaucht worden. Die Kraft, die Macht, die Stärke, der Weltraum, das Licht, die Wärme, alle Tugenden,
alles in der Welt, sogar die Geheimnisse, verbunden mit der Entstehung des Weltalls, sind diesem Geist zu verdanken. Der Geist ist die Summe von fortgeschrittenen Wesen, die vor Millionen Jahren gelebt und Methoden für Arbeit entwickelt haben. Von diesen Methoden müssen die Menschen Gebrauch machen. Der Geist, das ist das Höchste, das Reinste, das Heiligste. In seiner Heiligkeit trägt der Geist alle Bedingungen für das vernünftige menschliche Leben. Ich gebrauche das Wort vernünftig, könnte aber auch ein anderes Wort nehmen. Im weitläufigsten Sinne des Wortes, wenn der Mensch vernünftig lebt, kann er wie ein Poet, wie ein Musiker leben. Dann ist er immer fröhlich, hat in seiner Seele Frieden. Ihn beunruhigt das Weltliche nicht. Nichts kann ihn verwirren. Er beschäftigt sich nicht mit Kleinigkeiten, sondern bleibt bei dem Höheren stehen, bei diesem, was Gott geschaffen hat. Die Materie ist das, das alles vereint und die Keime der Ideen trägt. Viele Ideen sind in sie hineingelegt. Das Vermehren, das Vervielfältigen geschieht innerhalb dieser Materie. Wenn keine Materie existiert hätte, wäre die Entstehung der Formen nicht möglich gewesen. Die Materie ist das, womit der Geist eingehüllt ist, um sich uns in einer Weise verständlich zu machen. Der Geist ist der, welcher der Materie den Wert verleiht, und sie gibt ihm wiederum die Möglichkeit, auf diese Weise sich in irgendeiner Form zu offenbaren. Jener Mensch, der bestimmte Kenntnisse besäße, würde sich ein Kleid aus den Sonnenstrahlen anfertigen. Die Wolle, die Nahrung, alles kommt ja von der Sonne. Man bräuchte kein Geld, um die Nahrung zu bezahlen, würde sich mit niemandem streiten, weil es keinen Grund dafür gäbe. Es ist nicht notwendig, sich vor der Sonne zu verbeugen, sondern das, was sie uns gibt, müssen wir richtig empfangen und entsprechend verarbeiten können. Der Mensch muss die Sonnenenergie für sein Gehirn, seine Lunge, seine Leber, seinen Magen und seinen gesamten Körper bewusst empfangen. Diese Energie verbirgt in sich die Vernunft. Jeder sollte immer wissen, wann die Sonne morgens aufgeht, um wach zu sein, um ihr einen Empfang zu bereiten. Der erste Sonnenstrahl ist etwas sehr Mächtiges, etwas sehr Schönes. Wenn du ihn 10-mal im Jahr empfangen könntest, würde es genügen. Aber um dieses richtig zu empfinden, zu verspüren, erfordert das eure besondere Aufmerksamkeit ohne irgendeine Ablenkung. Eines Tages werden wir diese Sonne verstehen, in der Gott lebt und Licht gibt. Außer dieser Sonne, die wir täglich sehen, gibt es eine andere Sonne, die göttliche Sonne, die ewig scheint und niemals untergeht. Für die erleuchteten Heiligen ist der Tag ewig, für sie geht die Sonne niemals unter. Sie sehen die Sonne überall und die Erde von allen Seiten. Für sie ist die Materie durchsichtig. Unter dem Einfluss der Sonne wird das kosmische Bewusstsein in den Menschen geweckt. Die Sonne ist jene, die die Gedanken in den Menschen erweckt. Die Sonne ist ein lebendiges, kollektives Wesen, das ein kosmisches Bewusstsein hat. Sie ist der Träger des Gedankens. Wenn dieses kosmische, göttliche Bewusstsein im Menschen erwacht, beginnt die Sonne an ihm zu denken,
dann ist der Mensch gesund und lebt lange. Die vier Richtungen der Welt weisen auf jene Eigenschaften hin, die jeder Mensch sich aneignen muss. Der Osten entspricht der Eigenschaft der Gerechtigkeit, der Westen des guten Umgangs, der Norden der Wahrheit und Freiheit, der Süden des Guten, des Wohls in der Welt. Zwischen der Gerechtigkeit, dem guten Umgang, der Wahrheit und der Freiheit sowie dem Guten und dem Wohl existiert eine Harmonie, die erst jetzt die Menschen allmählich zu erlernen beginnen. Die Gerechtigkeit kann sich ohne die Wahrheit niemals offenbaren. Die Wahrheit kann sich ohne das Gute nie zeigen. Der Mensch beginnt mit der Gerechtigkeit bzw. mit der Bewegung. Behalte dieses Maß stets für dich. Willst du, dass die Menschen gut zu dir sind, so gehe mit ihnen genauso um. Jetzt könnt ihr fragen, warum ist die Welt so geschaffen worden? So sage ich, dann gebt ihr ein anderes Programm, wie es sonst interessanter geworden wäre. Veranstaltet ihr ein Drama, in dem alles ohne Leid abläuft, die Helden sich nicht verlieben, nicht leiden müssen, oder nur trinken und essen, wie manche Mumien und Wachsfiguren sitzen, ohne Tränen, ohne Weinen und nicht miteinander sprechen, dann frage ich, wo wird das Angenehme des Lebens zu suchen sein? Ihr empört euch über dieses oder jenes, dass manches so und nicht anders geschieht und nicht wie ihr es erwartet. Ich frage euch, was ist schlecht daran, wenn ein Mensch weint? Das zeigt euch, dass jemand leidet, aber wenn er leidet, bedeutet das, er lebt. Wenn er weint, heißt das, dass dieser Mensch ein Herz und Gefühle hat. Nach jedem Leiden, falls ihr dieses richtig begreifen könnt, erfolgt ein neues Licht, eine neue Errungenschaft. Somit erneuert sich der Verstand, das Herz, der Körper desjenigen, des Leidenden. Sowohl der Heilige als auch der Gewöhnliche leiden. Nur wenn der Heilige leidet, hebt er sich empor, er wächst geistig, und wenn der Gewöhnliche leidet, wird er dabei grausam und verbittert. Die Schönheit ist die Sehnsucht der menschlichen Seele. Der Mensch sucht sie überall. Die Schönheit ist keine physische Eigenschaft. Sie gehört weder der physischen noch der geistigen Welt an. Sie offenbart sich durch die beiden Welten. Die Schönheit ist der Besitz der göttlichen Welt. In der physischen Welt ist sie von kurzer Dauer, in der geistigen Welt verbleibt sie eine längere Zeit. Nur in der göttlichen Welt ist sie ewig, für alle Zeiten zu finden. Sie kommt nicht von selbst. Sie ist ein innerer, organischer Prozess, das Resultat mehrerer harmonischer Zusammensetzungen zwischen der menschlichen Güte, den Gedanken und dem Willen. Der Mensch muss immer wieder innehalten, um imstande zu sein, überall die schöne Seite zu sehen. Die Schönheit ist eine äußere Form. Sie ist die äußere Seite der Reinheit und die Reinheit ist ihre innere, die geistige Seite. Ihr sagt oft, wir müssen die Welt verändern. Nein,
Es gibt nichts, was ihr besser machen könntet. Denn die Welt, das seid ihr selbst. Wenn wir von der Natur einen Nutzen haben wollen, müssen wir ein inneres und ein äußeres Leben entwickeln. Das äußere Leben drückt sich durch die Bewegung aus und das innere durch den Gedanken, das Fühlen und das Handeln. Unser Handeln ist der Ausdruck jener Tat, die im Inneren der geistigen Welt stattfindet. Wenn ihr nicht wüsstet, wie ihr gehen, laufen, auf den Beinen auftreten und euch bewegen könnt, würdet ihr dadurch alle Bedingungen verlieren, die ihr durch das Atmen, die Luft und die Nahrung gewonnen habt. An dem Gang eines Menschen ist zu erkennen, dass er ein Kandidat für eine Strafe ist. Schaut, wie die Vögel und die Tiere sich bewegen. Sie machen schöne, natürliche und plastische Bewegungen. Ebenso ist es auch wichtig, mit welchem Fuß ihr aus dem Bett morgens aufsteht, wie ihr geht, euch bewegt. Ob ihr eure Arme und eure Hände langsam oder schnell bewegt. Eine Reihe von Unglücken können auf euch zukommen, weil ihr nie diesen unscheinbaren, aber wichtigen Dingen eine Aufmerksamkeit schenkt. Durch die Bewegung der Hände, das Betasten, das Anfassen, könnt ihr euch selbst heilen oder auch verletzen, wenn ihr von diesem an keine Ahnung habt. Ihr solltet nach einer bewussten, schönen, plastischen Bewegung streben, um sich auf eine vernünftige Weise mit den kosmischen Energien, Ebbe und Flut, zu verbinden, beziehungsweise mit den herausfließenden und hineinfließenden kosmischen Energien. Das Göttliche siegt immer, das Menschliche dagegen wird besiegt. Das ist ein Gesetz ohne Ausnahme. Auf der menschlichen Persönlichkeit kann man keine Wissenschaft aufbauen. Die gegenwärtige Wissenschaft, die heutige Philosophie, Chemie, Physik, Biologie, sogar die Theologie und alle anderen Entwicklungen sind gerade durch diese menschliche Persönlichkeit verdorben und zum Misserfolg verurteilt. Der Grund dafür ist die Persönlichkeit, die in sich oft so manches Schlechtes verbirgt. Sie äußert sich durch Egoismus, Hinterlist, Angst, Lüge, Betrug und Täuschung. Die menschliche Persönlichkeit ist durch diese negativen weltlichen Eigenschaften geprägt. Das ist diese Persönlichkeit. Hier spreche ich nicht über das Ego des Menschen, das Bewusste, sondern über seine Persönlichkeit. Geld, Geld, überall Geld. Das ist seine Persönlichkeit. In dieser Welt offenbart sich nicht nur diese Persönlichkeit. Parallel zu ihr offenbart sich die vernünftige menschliche Seele, die infolgedessen das Egoistische in das Gute umwandelt. Der menschlichen Seele ist es zu verdanken, die unermüdlich arbeitet, um das Gute in der Welt herzustellen. Das ganze Weltall singt. Die Sonne, die Erde, die Sterne, alle singen. Wir befinden uns jetzt in einer Epoche, in der unsere Erde und das ganze Sonnensystem aus der dunklen Ebene der Unwissenheit und Ignoranz hinausgehen und nähern uns einem neuen Gestirn, das in der okkulten Wissenschaft als Alfiola bekannt und für uns unsichtbar ist. Das ist eines der mächtigsten Gestirne, welches unsere Erde umgestaltet, umwandelt und einen Einfluss auf unseren Körper haben wird. So wird eine neue Umwandlung unseres Verstandes und unseres Körpers stattfinden, was sich die heutige Menschheit niemals vorstellen kann. Christus kam aus diesem Gestirn, um den Menschen die Methoden und die Prinzipien für ein vernünftiges Leben zu zeigen.
Jede neue Epoche beginnt mit einem neuen Rhythmus. So ein Rhythmus kommt uns in der Zukunft entgegen. Das Göttliche wird sich seinen Weg bahnen und überall durchdringen. Diese Welle, die uns jetzt entgegenkommt, wird nicht nur uns auf eine höhere Stufe heben, betroffen werden zugleich auch alle Mineralien, Pflanzen und Tiere. Merkt euch, so eine zweite Welle wie diese wird nicht noch einmal wiederkommen. Denn danach werden sich die Bedingungen ändern. Sie werden auch für die Menschen schwieriger. Solange der Mensch nur für sich lebt, befindet er sich in eingeschränkten Bedingungen seiner Tätigkeit. Wenn er für die Mitmenschen lebt, bereichern sich auch seine Lebensbedingungen. Erreicht der Mensch das notwendige Verständnis für sein Leben und zu der Erfüllung der Gesetze Gottes, so tritt er in das ganzheitliche Leben, das alles umfasst. Eure zwischenmenschlichen Beziehungen gehören einer alten Vergangenheit an. Wenn ihr diese Philosophie in euch aufnehmt, würden sich alle Streitfragen schnell auflösen. Jeder Mensch, je nach seinem Zustand, bildet um sich eine spezifische Atmosphäre, spezifische Schwingungen, die von einem sensiblen Menschen sofort wahrgenommen werden können. Wenn die Schwingungen eines Menschen absteigend sind, wird er allmählich von einem anderen Menschen gemieden. Sobald sein Zustand sich positiv verändert, erhöhen sich auch seine Schwingungen und somit zieht er die Menschen an. Die pessimistischen, verzweifelten, schwarzsehenden Menschen sind sehr einsam. Wenn ein Student bei der Prüfung durchfällt, verändert sich sein Zustand so schnell, dass sogar seine nächste Umgebung es zu spüren bekommt und oft auf Distanz geht. Aus dem gleichen Grund meiden die Kranken andere Kranke und haben Angst, deren Krankheit zu bekommen. Dieses hat nur mit den Schwingungen zu tun. Jeder sucht die Gesunden, die Starken, die Lebensfrohen, weil er etwas von solchen nehmen kann. Jeder sucht die Bergquelle, weil man von ihr das reinste, das kristallklare Wasser schöpfen kann. Verbindet euch mit diesen Seelen, mit denen ihr euch harmonisch fühlt. Wenn der Mensch diese Erde verlässt, sind nur drei Atome die einzigen, die er mit sich mitnimmt. Das erste Atom trägt die Reichtümer seines Verstandes. Das zweite Atom trägt die Reichtümer seines Herzens. Das dritte Atom trägt die Reichtümer seines Willens. Stellt euch vor, wie groß sein Reichtum sein wird. Man kann ein Atom als einen 25-millionsten Teil eines Millimeters ausrechnen. Das bedeutet, dass ihr einen Millimeter in 25 Millionen Teile einzuteilen habt und von diesem ein Teilchen nehmen werdet. Mit diesen drei Atomen, mit diesem Reichtum, werdet ihr in die andere Welt hineintreten. Was werdet ihr mit diesen drei Atomen machen? Aber so ein Atom enthält enorm viel verborgene, kompressierte Energie, die für die Erdbewegung für Tausenden von Jahren ausreichen würde. Man kann über jene Wesen nur staunen, die imstande gewesen sind, diese enorm große Energie in so einem kleinen Raum zu pressen. Heute ist der Tag, an dem wir das beste Geschenk für die göttliche Liebe vorbereiten sollen.
Heute ist der Tag für das beste Geschenk für die göttliche Weisheit und der heutige Tag ist das beste Geschenk für die göttliche Wahrheit. Gibt es etwas Schöneres, als solche Geschenke vorzubereiten? An diesem Tag, an dem wir das beste, schönste Geschenk für die Liebe vorbereiten, wird die neue Sonne aufgehen. An dem Tag, an dem wir das schönste Geschenk für die Weisheit vorbereiten, wird die Sonne im Zenit stehen. An dem Tag, an dem wir das Geschenk der Wahrheit vorbereiten, wird die Sonne aufhören, unterzugehen. Sie wird ewig scheinen. Dann werden wir den Willen Gottes geschehen lassen, werden Söhne Gottes sein und werden von Ruhm zu Ruhm fortschreiten. Was stellt die Liebe, die Weisheit und die Wahrheit dar? Sie stellen die vollkommene Zufriedenheit dar. Wie könnt ihr die Unzufriedenheit in eine Zufriedenheit umwandeln? Freut euch über den Reichtum der anderen, als ob er euch gehören würde. Freut euch über das Wissen der anderen, als ob es euer Wissen wäre. Freut euch über die guten Fähigkeiten der anderen, als ob es eure Fähigkeiten wären. Freut euch über das fremde Gut und ihr werdet es auch bekommen. Nach langem Denken hat der Urgeist eine vollkommene Natur und eine Welt mit höheren Gütern geschaffen, von denen jeder etwas erwartet und etwas haben will. Wie werdet ihr diese Güter finden? Indem ihr denkt und lernt, werdet ihr sie finden. Wenn alle Menschen für das, was Gott ihnen gegeben hat, danken würden, würden sie sich miteinander besser verstehen. Wenn sie immer dankbar wären, hätte man ihnen viel mehr gegeben und sie in manche Geheimnisse der Natur eingeweiht. Es geht nicht darum, das Leben irgendwie zu leben. Man muss daraus einen Nutzen ziehen. Deswegen sage ich, aus diesem Grund müssen die Gottesschulen gegründet werden, die den Menschen beibringen, wie er leben sollte und wie er aus diesem Leben einen Nutzen haben könnte. Aber wenn ihr das irdische Leben mit seinen Werten nicht schätzen gelernt habt, wie werdet ihr dann das Himmlische begreifen können? Es kommt uns künftig ein neues Wissen, eine neue Kultur in der Welt entgegen, die eine Kultur der göttlichen Liebe, Weisheit und Wahrheit nenne. Sie wird den Menschen lehren, wie er richtig leben sollte. Das alte Leben ist ein Leben des Weinens. Das neue Leben dagegen wird das Leben der Freude sein. Das alte Leben symbolisiert seine Wurzeln, das neue seine Äste. Wir befinden uns in der Endphase der Lieblosigkeit und stehen am Anfang der neuen Liebe. Wer weckt den Menschen auf? Derjenige, der sich um ihn auch sorgt. Die Mutter weckt ihr Kind. Das zeigt, dass sie sich um dieses Kind sorgt. Gott weckt den Menschen und sorgt sich um ihn. Die Frage, die Gott betrifft, ist nicht eine Frage des Glaubens, sondern des Versuches der Erfahrung. Der Mensch hat 12 Körper, aber bis jetzt funktionieren nur 4 davon. Die restlichen 8 sind in einem Keimzustand. Künftig werden sie sich auch offenbaren. Wenn ihr in die geistige Welt eintretet, werden noch 4 in Erscheinung treten, und wenn ihr in die göttliche Welt hineinkommt, werden sich die restlichen 4 entwickeln. Der Geist Gottes arbeitet seit Tausenden von Jahren mit uns Menschen und hat uns einen Organismus mit Beinen, Armen, Gehirn, Herz und so weiter gegeben. Wenn wir in unserem jetzigen Leben nicht imstande sind, diesen Organismus mit seinen Kräften, seinem Gehirn, Herzen, Nerven, Arterien und allen seinen Zellen zu kontrollieren, was erwarten wir dann? Ihr steht morgens auf und denkt nicht an euren Körper.
Sprecht ein Gebet für euren Körper. Sendet ihm einen guten Gedanken. Denkt an alle eure Zellen, die das Gehirn bilden, die in eurem Magen arbeiten. Denkt an alle diese lebendigen Wesen, die in eurem Organismus arbeiten. Sendet diesen einen guten Gedanken, einen Segen, so wie es ein guter Herrscher mit seinen Dienern tut. Gebt ihnen die Kraft, sprecht zu ihnen. Ihr müsst sie anspornen, denn sie verstehen alles und werden sich freuen. Es gibt ein Gottesgesetz, nach dem sie sich streng richten und von dem sie regiert werden. Diese Zellen sind vernünftige Wesen, die über eine hohe Intelligenz verfügen. Seid aufmerksam und vernünftig zu ihnen. In jeder menschlichen Zelle gibt es so viel Energie, dass man die Erdachse um einen Meter von ihrem Wege abbringen könnte. Welch eine enorm große Kraft hätte der Mensch dargestellt, wenn alle seine Zellen in seinem Organismus in absolutem Einklang und Harmonie stünden. Heutzutage investiert der Mensch seine Kraft mehr in Zerstörung als in den Aufbau. Wenn man diese Kraft des Gedankens in den Aufbau und in die Schöpfung eingespannt hätte, wären große Ergebnisse zu verbuchen gewesen. Die Knospe blüht in einer Blüte auf. Aus der Blüte kommt der Duft. Die Blütenkelche verblühen und es bleibt ein kleiner Samen in der Frucht. Wo sind die Knospen und die Blüten verblieben? Alles ist in der Frucht. Denn die Knospe war die erste Phase und in der Frucht ist der Samen enthalten. In diesem gibt es die Analogie zu dem menschlichen Leben. Derjenige, der nicht mit den tiefgründigen Ursachen der höheren organischen Welt vertraut ist, weiß auch nichts über das Wirken und die Tätigkeit des menschlichen Geistes, der nach ganz bestimmten mathematischen Tabellen arbeitet, die längst vor der Entstehung des Daseins erschaffen worden sind. Diese mathematischen Tabellen bilden die unveränderliche göttliche Mathematik, nach der das gesamte unendliche Weltall erbaut ist. Dieses Weltall, wo alle Bewegungsabläufe exakt und äußerst streng festgelegt und definiert sind. Jeder Mensch ist aus einer speziellen Art von Materie geschaffen worden. Gemäß der okkulten Wissenschaft ist die Materie, aus der der Mensch entstand, nicht nur von der Materie der Erde entnommen worden. Jene ursprüngliche Materie, aus der der kosmische Mensch entstand, ist aus den kleinsten Teilchen des gesamten Weltalls, Sonnen und Planeten, zusammengesetzt worden, und somit ist der gegenwärtige Körper entstanden bzw. erschaffen worden. Es ist ein neuer Zustand unseres Bewusstseins, dass der Mensch durch den Geist geboren wird. Der Geist Gottes ist stets bemüht, uns aus allen Qualen und Sorgen, die uns im Leben begleiten, zu befreien. Auch von unserer Unruhe, unseren Zweifeln und unserer Unsicherheit, die zu uns gehören, aber auch der Angst, ob wir in die Hölle oder ins Paradies kommen werden. Das sind belanglose, unwesentliche Fragen. Das Wichtigste in der Welt ist, denjenigen zu lieben, der dich auch liebt. Das einzige Wesen, das euch immer liebt, ist der Geist Gottes. Er spricht zu euch von überall. Durch die Bäume, die Blumen, die Sonne, durch die Menschen und die Tiere. Infolgedessen, wo du auch sein magst, ist der Mensch ein Bürger dieses Weltalls. Es gibt etwas Höheres, Grandioses in dieser Welt, auf das sich der Mensch verlassen kann. Die Schwierigkeit ist nur, bis der Mensch dieses Höhere, seine Urquelle, entdeckt hat. Sobald sich die göttliche Vorsehung dem Menschen offenbart, begreift er, den Vers aus dem Evangelium zu verstehen. Ohne den Willen Gottes kann kein Haar vom Kopfe des Menschen fallen. Aber bis ihr zu diesem Bewusstsein kommt, könnten euch eure Haare ausfallen.
Egal an was für einer Krankheit ihr leidet, müsst ihr immer die Hilfe in dem tiefen Atmen suchen. Es gibt keine Krankheit, die nicht durch das tiefe Atmen zu heilen wäre. Atmet tief und besingt euer Leiden. Denn alle musikalischen Töne sind lebendige Töne, lebendige Wesen einer unsichtbaren Welt. Zum Beispiel der erste Musikton, C, ist ein spezifischer Ton und gehört zu manchen bestimmten Wesen. Der zweite Musikton, D, gehört zu anderen Wesen und so weiter. Wenn wir eine Tonleiter singen, sind wir auf diese Art mit jenen Wesen verbunden. Sobald wir anfangen zu singen, nähern wir uns unbewusst diesen Wesen und werden gleichzeitig somit von ihnen beeinflusst. Auf diese Art findet zwischen uns und ihnen ein Energieaustausch statt. Die Musik ist eine Kraft. Sie ist der beste Überbringer der göttlichen Kräfte. Die vielen großen Aufregungen, Sorgen und der rasche Wechsel von Freude zu Leid, die uns ewig im Leben begleiten, hinterlassen in unserem Körper gewisse Gifte und manche Reste. Deswegen können wir die Musik als Heilmittel gegen sie anwenden. Der Mensch ist von Natur aus ein musikalisches Wesen. Das Singen ist eine mächtige Strömung, die imstande ist, unseren Organismus zu reinigen. Aber hier ist nur dieser Gesang gemeint, durch den jede Zelle und Fieber mitsingen, mitschwingen kann. Die ganze Natur singt, die Vögel singen und die Blumen verbreiten ihre Düfte, während sie blühen. Auf diese Art singen sie auch. Das Leben ist ein Reigen. Da prebode Božjet mir i da izgreje Božjeta radost и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Der Mensch ist etwas Großartiges. Wenn ihr den Menschen verstehen und an ihn glauben würdet, aber nicht an das, was er nach außen zeigt, würdet ihr erkennen, was für ein großartiges Wesen er ist. Weil das, was man von außen sehen kann, der Ausdruck mancher seiner Gedanken, Gefühle und Taten ist. Der Mensch ist nicht jenes Wesen, wie wir über ihn heute denken. Er ist nicht nur ein materielles Wesen, das nach dem Tod verschwindet. Denn das, was stirbt, ist nicht der Mensch. Wenn der Mensch nach dem Tod verschwinden würde, bräuchte man nicht so viel, um sein Wesen zu philosophieren. In diesem Fall wäre er nur ein Gegenstand, ein Automat, der sich morgen in Staub auflösen würde. Dass der Mensch stirbt und damit für immer verschwindet, war die allererste Lüge, die man in die Welt hineingetragen hat. Es gibt etwas im Menschen, das weder in dieser Welt noch in der anderen Welt stirbt. Das, was nie stirbt, sich zersetzt und nie verschwindet, das ist der Mensch. Wenn wir über den Menschen sprechen, verstehen wir die Seele. Der Mensch ist eine lebendige Seele, welche in sich alle Möglichkeiten des ewigen, unsterblichen Lebens trägt. Diese Seele enthält alle Fähigkeiten und Methoden, um an sich arbeiten zu können, und sie verwendet sie für das Gehirn sowie für den gesamten Körper,
wodurch sie sich offenbart. Unter dem Begriff Mensch verstehen wir nicht nur jenes Wesen, das auf dieser Erde lebt. Es gibt mehrere Stufen des Menschen. Er existiert nicht nur auf dieser Erde, nicht nur in diesem Sonnensystem, sondern besiedelt den ganzen Kosmos, alle anderen Sonnen und Planeten. Die Planeten und die Sonnensysteme sind von jenen Wesen besiedelt, die über eine enorme Intelligenz verschiedener Stufen verfügen. Es ist nicht wichtig, was diese Wesen für einen Körper haben. Das sind sehr vernünftige Wesen und gehören der ein und derselben menschlichen Rasse an, die sich allmählich entwickelt. Viele der menschlichen Wesen von jenen Systemen sind sehr weit entwickelt, da sie sich sehr früh von der Urquelle getrennt haben. Die Weisheit der Wesen auf Sirius ist so unermesslich groß, dass die menschliche Kultur noch in ihren Windeln ist. Die heutigen Menschen, verglichen mit diesen Wesen von Sirius, sind nicht einmal im Kindesalter. Aber der Mensch ist ein ewiger Wanderer. Die Erde war und wird niemals sein einziges Domizil sein. Jeder Mensch, jede menschliche Seele ist ein ursprüngliches Element des höheren makrokosmischen Menschen. Als solcher nimmt er exakt einen bestimmten Platz in der lebendigen Natur ein und spielt dabei eine ganz bestimmte Rolle. Ohne ihn könnte sich das Weltall niemals in seiner Vollkommenheit und Harmonie offenbaren. Infolgedessen hat hier auf dieser Erde jeder Mensch seine genaue Rolle zu spielen. Ohne ihn kann sich das Leben nicht offenbaren. Daher ist auf dieser Welt das Erscheinen von so vielen Millionen Seelen nicht zufällig. Ihr fragt, warum ihr auf diese Erde gekommen seid. So sage ich euch, um die göttliche Liebe zu offenbaren, um die göttliche Weisheit zu offenbaren, um die göttliche Wahrheit, die göttliche Gerechtigkeit und die göttliche Tugend zu offenbaren. Ihr seid gekommen, um alle diese Tugenden zu zeigen und alles das, was in euren Seelen seit ewigen Zeiten angelegt worden ist, zu offenbaren. Merkt euch, dass etwas Höheres die Bestimmung des Menschen ist. Der Mensch ist geboren, um über alle Wesen zu herrschen, alle Elemente zu regulieren, auf der Erde alles in Ordnung zu bringen. Er muss ein guter Herrscher werden. Er kann das aber nur werden, wenn er verstanden hat, was Gott in ihn hineingelegt hat. Er müsste wissen, welche Körper er besitzt und mit was für einer Hülle er umwickelt ist.
Er sollte wissen, welche jene Urmaterie ist, durch die seine Gedanken funktionieren. Christus hätte jene Menschen als seine Helfer genommen, bei denen der Gottesplan an erster Stelle steht und welche nach dem Plan Gottes die göttliche Wissenschaft erbauen. Das sind jene Menschen, deren Verstand für das Gottesreich und seine Güter bereit ist. Als Christus zur Erde kam, wollte er den menschlichen Seelen helfen. Für jede Seele, die auf dieser Welt geboren wurde, gibt es eine wichtige, wesentliche Aufgabe zu erfüllen, die sich allein auflösen muss. Für die menschliche Seele, die bereit ist, sich höher zu entwickeln, steht nichts im Wege. Sie ist stark dank ihrer Bindung an andere Seelenverwandte, die ihre Nächsten sind. Die Kunst des irdischen Lebens besteht darin, dass der Mensch, solange er auf dieser Erde lebt und in dieser kleinen Form existiert, versucht, eine Verbindung mit den anderen menschlichen Seelen einzugehen und herzustellen. In diesem liegt der Schlüssel seines Erfolgs. Es genügt schon, dass nur eine Seele sie liebt und bereit ist, ihnen in schwierigen Lebenslagen auch zu helfen und ihnen zur Seite zu stehen. Wenn aber mehrere Seelen ihre Liebe gleichzeitig an einen Menschen richten und ihn positiv beeinflussen würden, könnte er Dichter, Musiker, Künstler oder Wissenschaftler werden. Die Liebe ist etwas Mächtiges. So merke dir, du bist eine Seele, nicht Körper. Du bist eine Seele, die den Geist Gottes empfangen hat. Jetzt gleicht die Seele einer Knospe, die auf ihr Erblühen wartet. Konzentriere dein Bewusstsein auf diese Knospe, weil das der Moment ist, welcher das Höchste, das Wichtigste in deinem jetzigen Leben darstellt. Dann erst wärst du bereit, dich für die höhere Sonne zu öffnen, jene Sonne, die die ganze göttliche Welt erstrahlen lässt. Es gibt nur einen Lehrer auf dieser Welt. Einer ist der Lehrer, der das wahre Wissen in sich trägt. Er offenbart sich auf verschiedene Art und Weise, aber in seinem substanziellen Wesen ist er ein und derselbe. Hätte der Mensch einen dieser Momente seiner Offenbarung erlebt, so würde er sich damit selbst entdecken und zu sich finden. Der einzige Lehrer auf dieser Welt kann nur Gott sein. Als eines Tages Jesus Christus zu seinen Jüngern sagte, einer ist euer Vater, meinte er damit diesen hohen einzigen Lehrer. Ich habe euch oft gesagt und jetzt sage ich euch auch, einer ist das Wissen und einer ist das Licht. Und so, einer ist der große Lehrer in der Welt, wenn auch in vielen Arten der Offenbarung. Ich habe euch oft gesagt und jetzt sage ich auch, einer ist das Wissen und einer ist das Licht, aber das Wissen kommt nicht aus einer Stelle und das Licht kommt nicht nur durch ein Fenster herein. Unzählig sind die Wege des Wissens und unzählig sind die Fenster des Lichts. Ihr werdet fragen, wie kann man einen Lehrer erkennen? Das Erkennen des Lehrers ist ein rein geistiger Prozess. Der Begriff Lehrer ist in der lebendigen Natur streng definiert. Ein Lehrer ist nur derjenige, der niemals Gewalt ausübt. Er ist stark, aber er übt keine Gewalt aus. Nur jener ist ein Lehrer, der niemals die Lüge gebraucht. Seine höhere Vernunft schließt jede Lüge aus. Nur jener ist ein Lehrer, in dem nichts Böses ist. Seine Güte schließt alles Böse aus. Wenn in einem Menschen Gewalt, Lügen und das Böse sind, kann er niemals ein Lehrer sein. Er ist nur Schüler.
Das ist die einfachste, zugänglichste Definition der Begriffe Lehrer und Schüler. Die Anwesenheit des Lehrers erkennt man daran, dass er Leben, Licht und Freiheit gibt. Denn ein Lehrer ist nur derjenige, der selbst nach den Gesetzen der Liebe, Weisheit und Wahrheit lebt und arbeitet. Derjenige, der diese Gesetze nicht beachtet, kann nur ein Schüler sein. Die Liebe des Lehrers ist schon geprüft. Sie braucht nicht mehr geprüft zu werden. Das Wissen des Lehrers ist schon geprüft. Es braucht nicht mehr geprüft zu werden. Die Reinheit des Lehrers ist schon geprüft, sie braucht nicht mehr geprüft zu werden. Als Christus vor 2000 Jahren erschien, haben ihn die Menschen da erkannt. Erkennen sie ihn heute? Wenn sich die Wahrheit offenbart, kleidet sie sich nicht in ein königliches, sondern in ein bescheidenes Gewand. So kam auch Christus vor 2000 Jahren in einer einfachen Form, an der die Menschen ihn nicht erkennen konnten. So sind die Gesetze dieser Welt. In diesem einfachen Kleid, das sich durch nichts unterschied von der Kleidung der anderen Menschen, haben ihn sogar seine Jünger nicht erkannt. Nur drei von ihnen haben bei der Christi-Verklärung sein Gesicht gesehen bzw. seine innere Seite erkannt. In diesem inneren Licht haben sie ihn so gesehen, als er noch unter den Engeln war. Um Christus sehen zu können, müsste der Mensch einen Verstand, ein Herz, eine Seele und einen Geist haben, wie sie Christus besitzt. Denn all diese Menschen, denen er erschienen ist, sind mit dem Gesicht auf die Erde gefallen, da sie noch nicht für diese Ebene Christi vorbereitet waren. Aber dann stellt sich die Frage, was kann so ein Mensch gesehen haben, der mit dem Gesicht auf der Erde lag? Der Mensch muss das Wasser direkt aus der Wasserquelle trinken und nicht aus dem Fluss, dessen Wasser trübe ist, weil dieses Wasser viel Beigemischtes enthält. Gehe diesen Weg, der dich zu dieser reinen Wasserquelle führt. Der Weg dahin ist etwas schwer und lang, aber dafür wirst du das lebendige Wasser direkt aus dieser Quelle trinken dürfen, welche für immer deinen Verstand und dein Herz erfrischen wird. Es gibt auf dieser Erde eine Loge von Gelehrten, die sich einmal jährlich versammeln, um verschiedene wissenschaftliche Fragen zu erörtern. Diese eingeweihten Menschen wissen über die Erde einiges, über ihre Vergangenheit und Zukunft viel mehr als manche Wissenschaftler, die die gegenwärtige Wissenschaft vertreten. Genauer gesagt, was die Zukunft der Erde betrifft, vermuten sie zukünftige Abläufe. Sie wissen es auch nicht definitiv. Außer dieser Loge gibt es auf der Sonne eine andere Loge, die mit Sicherheit sowohl mit der Vergangenheit als auch mit der Zukunft unserer Erde vertraut ist. Sowohl die Wesen der ersten als auch der zweiten Loge sind als Organe des höheren Weltallorganismus zu betrachten, der aus höchst fortgeschrittenen, intelligenten Wesen besteht, die die höhere Weltallbruderschaft bilden. Wenn wir über diese höhere Weltallbruderschaft sprechen, sollten wir jene Hierarchie von höchst gebildeten, vernünftigen Wesen verstehen, die vor Millionen, Milliarden von Jahren längst ihre Evolution vollendet haben. Jetzt lenken und steuern sie den ganzen Kosmos. Sie selbst haben an seiner Entstehung mitgewirkt, unter der direkten Führung des Hohen Geistes Gottes. Angesichts jener höheren Mechanik, präzisen und vollkommenen Technik des vernünftigen Mechanismus des ganzen Weltalls mit all seinen unzähligen Galaxien, Sonnen und Planeten, von denen auch die Erde geschaffen wurde, kann man nur über diesen Verstand, über den mächtigen Geist, über den diese genialen Wesen verfügen, in Erstaunen geraten. Sie haben sich mit ihrer Arbeit an dem göttlichen Weltplan, um ihn zu realisieren, bewusst beteiligt. Entsprechend ihrem Wissen, ihrer Entwicklung und dem Dienst, den sie ausführen,
sind diese Wesen in einer hierarchischen Leiter angeordnet, in einem organischen Dienstgrad, dessen Dienstgradstufen unter den folgenden Namen bekannt sind: Seraphim, die Brüder der Liebe; Cherubim, die Brüder der Harmonie; Thronen, altarisch, die Brüder des Willens; Herrschafter, Götter, die Brüder der Freude und der Intelligenz; Kräfte, die Brüder der Bewegung und des Wachstums; Mächte, die Brüder der äußeren Formen und Künste; Leiter oder Vorgesetzter, die Brüder des Wetters, Zustandes und Taktes; Erzengel, die Brüder des Feuers und der Wärme; Engel, Träger des Lebens, der Vegetation, Flora und Pflanzenwelt; fortgeschrittene menschliche Seelen, der letzte Rang. Sie bilden alle zusammen einen höheren kosmischen Menschen. So hat die höhere Weltallbruderschaft gearbeitet, sie arbeitet und wird in Zukunft arbeiten. Sie wird so lange noch weiter arbeiten, bis sie die einheitliche Liebe, einheitliche Weisheit und einheitliche Wahrheit des ganzen Daseins erfasst hat. Erst dann wird jeder Odem Gott in heiligem Frieden und Harmonie lobpreisen.